1. Willkommen YouTube Fair One wieder hier. Weiter geht es mit Destiny 2. Mit dabei wieder. Das ist Exodus of Grim King, ja schon guten Tag. Wir machen die Storycrest weiter, die rote Schlacht. Im Kampf gegen die Menstruation. Oh, scheiße. Mann, Supremes, das sagt man nicht. Hast du doch gesagt. Das wäre sehr, sehr sexistisch. Ja, das hast du gesagt, das haben alle gehört. Na, ey, komm, aber bei die rote Schlacht, da kommen ja doch so viele Bilder im Kopf. Also, das heißt, Bilder im Kopf, so viele Ideen, was das bedeuten könnte. Nein, ich habe mir da ehrlich gedacht, okay, die Gedanken drüber gemacht. Warte, hast du mir doch vor der Aufnahme gesagt, ich soll den Witz hier bringen. Gar nicht. Ja, doch. Kriege wieder Sachen unterstellt. Ja. Sammy, das war doch so, ne? Wer ist Sammy? Jo, Sammy sagt ja. Na, als ob die jetzt da gesagt hat. Sammy hat ja gesagt. Ich weiß nicht mal, wer das sein muss. Das ist der Typ, der unsere Geschichten schreibt hier. Ach, der interessiert doch keinen. Naja. So halbwegs schon. So. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Oh, Event beginnt. Ja, das ist natürlich zu spät, ne? Prozessornetz, was? Regnet ihr jetzt Intel i7 Prozessoren oder was? Keine Ahnung. Zack, scheiße, ich hab einen Intel Prozessor auf den Kopf bekommen. Scheiße, ich nur einen von AMD. Da war ich noch nicht auf dem Sohn. Ist mal angenehm, nicht klettern zu müssen, sondern Treppen zu nehmen. Ja, das finde ich auch deutlich angenehmer. Ist aber auch nur auf diesem Planeten, so keine Sorge. Oh, die Mozartkugel muss sterben. Aua. Aua. Robert Grünert, Freund. Ah, nicht schon wieder Panzerhandschuhe, brauch einen Helm. Ich werde schon noch einen Helm kriegen. Na, hoffen wir mal. Wahrscheinlich dann, wenn ich von den anderen Waffen alle mindestens 10 Stück habe oder mehr. Ja, bestimmt. So. Hier müssen wir durch. Ja, ich komme schon nicht rum. Hier müssen wir sogar ein paar Mal noch durch. Hier gibt es auch einen Strike. Also Strikes sind so eine Zusammenfassung von 3 Spielern. So ein Dungeon, also so durch Missionsgebiet durchlaufen, starke Gegner, schwierige Aufgaben, ist wirklich schwierig und stark alles. Und dann kommt ein fetter Bossgegner zum Schluss und dann gibt's ordentlich Loot. Also ich habe alles mindestens grün, bis auf den Helm. Ich nicht, so viel grün habe ich nicht gefunden. Und wenn ich grün hatte, dann habe ich recht schnell was Weißes bekommen, was stärker war. Die Handschuhe, ich hatte eben gerade weiße Handschuhe, jetzt habe ich grüne gekriegt. Obwohl ich dachte, ich habe schon grüne, aber anscheinend ja nicht. Und die sind um 20 nochmal stärker, also 72 hatten die, oder 73. Ja, ich warte mal auf dich. Achso, du bist schon da. Bin gerade angekommen, ja. Ich war die ganze Zeit, ich habe kurz mal von der Karte, sag ich mal, weggeguckt und zack, stieß sie in mir. Da hat so einen warmen Atem gespürt. Nein, ich stand nicht neben mir, aber du, oh. war du da hinter dir, Lena? Nee, in dir, Lena? Ach, das warst nicht du? Nee. Oh, das ist jetzt unangenehm. Ich lass mich nicht unterdrücken. Du hast einen Geist gesehen anscheinend, würde ich mal sagen. Ja, ich hab einen Geist ganz tief gespürt. Ja, das auch. Und mein Geist ist aktiv. Okay, wahrscheinlich ist mein Geist ein Perverser einfach nur. Genau, der war mit, wenn ich auch für. Ja, wer sonst? Ich würde ja meinen beschuldigen, aber ich habe ihn verboten, woanders hinzufliegen als außer. Der ist ja hier kaputt. Meiner ist auch nicht kaputt, oder? Der ist richtig kaputt, Alter. Zack. Der ist heil wie sonst, oder? Der ist heil wie so eine kaputte Faust. Ja, ich habe die Macht benutzt. Oh, ich dachte gerade, ich habe halt gelbe gefunden, aber das ist nur die Explosion gewesen. Ja, was exotisch ist, also was Legendäres zu bekommen, wäre jetzt auch recht krass. Aber ist vielleicht sogar möglich. Ne? Das ist möglich, nicht nur vielleicht, es ist möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Also, was heißt möglich? Oh, was Grünes. Oh, Beinschützer. Super, ich habe auch was Grünes gekriegt.
Ja, schon wieder eine Waffe. Jetzt mach ich die alle bei dir. Die Macht. Wir haben ihn erledigt. Nicht nachladen. Das geht. Ja. Ja, hier sind noch mal welche. Oh, da. Oh, das ist eine Hexe. Granate. Oh, meine Granate hat hier, Leute. Okay. Ich kann ehrlich. Oh, Untersuchung. Okay. Mal den Rücken geschossen. Meine Kugel untersucht das komische Ei hier. Ja, ich muss das auch nochmal untersuchen. Ist nur so ein Sammelbild, sag ich mal, aber ist sehr geil, dass du es gefunden hast. So, wir können weiter. Ja, ich guck gleich nach der Waffe, die gerade gekriegt habe. Oh, es wird hier dunkel, ich krieg hier auch nicht hin. Was war zum Teufel? Ah, hier unten geht es mal. So. Super. Oh, schon wieder ein Ritter. Zieh Leine, Ritter. Ich regel das. Aua, aua, aua. Aua, das hat jetzt sehr weh getan. Bist du weg oder was? Nee, geht noch. Ich bin gerade so. Was weiß es. Stiefel. Eine großartige. Aua. Wenn die stärker, wenn die allerdings stärker sind, dann kriegt die aus. Okay, Dauerfeuer. Okay. Mein Gott, ey, wie es hier auf Einschlag abgeht, so die ganze Zeit, weil es ja eigentlich noch recht easy, muss man ja sagen. Und dann kommt so dieser eine Moment, wo sich alles ändert, oder? Ja. Hier einen habe ich getroffen. Okay, ja, ich snipe die gerade weg. Ja, ich wollte auch mit drauf. Zack. Zack. Okay, was haben wir denn? Ach, jetzt verstecken sie sich. Ich muss mal kurz hier was gucken. Nur zu. Oh, wieder entsteht. Oh nein, hier sind Explodierende wieder. Ja, aber die Stiefel sind besser, aber sind leider etwas übertrieben. Na, hast du doch bald oder nicht? Bald, ja. Wie lange brauchst du noch? Ein bisschen. Nicht mehr viel, sag ich mal. Zack! Ich hab sie weggefetzt. Keine Chance. Oh, das ist auch ein Impuls hier, okay. Okay, zack, aua. Ach du heilige Scheiße! Boss steht da, Ach, bist du da schon runtergesprungen? Okay. Ja. Hier ist ein fetter Ganook. Aua. Was ein Gunner? Ja, sozusagen. Gut, hab ihn zerfetzt. Das ist gut. Oh. Komm. Oh, ich muss. Da oben ist etwas Grünes für mich. Hier kommt da eine Stelle hin. Aber das Loot-System hier ist auf jeden Fall besser, finde ich. Ja. Das ist hier noch der Anfang, ne? Da kommen ja noch viele Varianten noch dazu. Auch eine Genetikwaffe, die sieht gut aus. Was haben wir denn da? Das ist ein Pulsgewehr. Oh, das hast du auch ein Pulsgewehr. Gut, hier ist übrigens mit dem Pulsgewehr jede Barrikade. Nicht Automatik, denn gut, hier ist ein Pulsgewehr. Was ich dir gezeigt habe, das ist ein Pulsgewehr. Du ziehst immer so ein Burst, ne? Nur eine gewisse Anzahl an Kugeln gleichzeitig, ne? Ja, drei Stück. Ja, genau. Ich hab hier jetzt eine Maschinenpistole. So, hier haut, runter. Haut mir jetzt aber nicht so um. Nee. Ja, na, der Vorteil ist dafür halt auch, dass du da recht präzise schießen kannst mit. Weil die halt nicht so ein Dauerfeuer machen. So, hier jetzt auf diese Plattform, ne? Nicht komplett runtersegeln. Wenn du komplett, das wäre nicht so gesund. Das stimmt wohl. Und hier wieder auf diese Plattform drin. Und Düsen aktivieren. Okay, das ist nicht so. Und ganz einfach hier runter. Zack. Okay, hier kommt doch gleich wieder was. Das sehe ich doch schon.
Na, das sehe ich doch hier schon. Bist du da? Ja. Ich bin frisch gelandet. So. Hier keinen oder oben. Das bin ich auch nicht. Ne, wir müssen hier schon durch. Achso, müssen wir hier kaputt hauen. Ist doch schon offen. Ja. War nicht gesehen. Oh, ich habe aus Reflex jetzt einmal eine Granate geschmissen. Okay, machen brauchen, aber okay. Ich weiß, deswegen meinte ich ja aus Reflex. Ich habe aus Reflex vorhin fast eh jemanden in die geballert. Ja. Ich habe mich total erschrocken dann. Ich habe so eine Zuckung gekriegt. Aua. Einfach runterspringen. Oh, wir sind im Untergrund gelandet. Ja, vor allem, ich guck kurz nach hinten zu dir. Ich drehe mich wieder um, auf einmal 20 Trillionen Vieh hier. Hier war ganz New York gerade hinter mir her. Ganz New York vor allem auch noch? Ja, ganz New York. Mindestens. Nee, ich glaube, da hätten noch ein bisschen mehr kommen müssen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt schon. New York und vielleicht noch ein bisschen Florida mit drin. Ach, jetzt übertreffen. Was ist jetzt hier noch da so? Ich dachte, ich kann mich ducken damit. Ja, kann ich nur wieder duckt halten. Okay. Nee, eigentlich musst du nur kurz Kreis drücken zum Ducken. Nee, wenn ich nur Kreis drücke, ist das eine Fähigkeit von mir, die ich bisher noch nie verwendet habe, aber das war gut gewesen. Ja. Achso? Hätte mir B davon profitiert. Ja, dann kannst du ihn zu, weil bei mir ist normal Kreis drücken, ducken? Kreis gedrückt halten ist meine Fähigkeit. Bei mir ist das andersrum. Das ist ja lustig. Ich hab den Prozessor. Ich hab ihn. Ich kann jetzt nicht so wirklich kämpfen. Ich lauf einfach. Was heißt, ich kann nicht wirklich kämpfen? Ich kann gar nicht kämpfen. Oh. Muss ich auch mit so einem Panzer fahren oder kann ich da einsteigen? Ich glaube, du musst auch mit so einem Panzer fahren. Oh, ist ja Ding. Versuch mal ran. Achso, ja, fahr selbst. Der kann aber nicht schießen. Der ist nur zur Flucht jetzt. Ja, ich weiß. Hab ich schon probiert. Ja. So, dann ballern wir jetzt einfach mal durch. Zack, stirb. Ach, schade, die bringt gar keine EP. Schade, wär geil gewesen. Sind die jetzt ausgestiegen oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ausgestiegen. Ja, du bist tot. Wow. Ey, komm, Gönner. Ja, ich kann dich nicht wiederbeleben. Dafür bin ich erstens zu entwickelt und zweitens ist das zu gefährlich. Kannst du dich wiederbeleben? Der Wiedereinstieg dauert diesmal ganz schön lange. Ja, weil hier Wiedereinstieg eingeschränkt ist. Deswegen. Weil wir gerade quasi in der Challenge sind. Deswegen ist das eingeschränkt. Zack, aua, die Panzerschlacht mit dem Pansen macht. Oh, den Ritter ist mal niedergemäht. Beugt euch vor meiner Gewaltenmacht. Bist du noch mit dem Panzer unterwegs oder schon wieder zu einer Panzer? Nee, ich bin noch mit dem Panzer unterwegs. Ja. Ich glaube, das Level endet sich, glaube ich, auch mit einer Sequenz. Also es ist jetzt, geht jetzt darum, mit dem Panzer zu fliehen. Oh Gott. Ich komme ja nicht klar, ich komme ja nicht wirklich klar. Warum nicht? Ich wusste gar nicht, ich war irgendwie total komisch. Ich war total schräg gerade und dann konnte ich nicht wirklich fahren. Das war ja gerade ein Theater. So, ja, also ich komme. Du brauchst nicht mehr kommen, ich hab's geschafft gerade. Ich finde ich auch besser noch. Das hätte doch bestimmt noch mindestens 10 Minuten mehr dauern, in den Tempo zu unterhelfen. Ja, wahrscheinlich, wa? Also, aber eins muss man zu Destiny sagen: die Sequenzen. Die sind, finde ich. Wow. Die sind, finde ich, sehr schick. Ja. Und auch eigentlich gut erzählt, muss ich sagen. Also ich habe mir die ja natürlich in meinem ersten Durchlauf, ich mir natürlich die Story auf mich einprasseln lassen. Das Ding erinnert mich an Star Trek. Ja. Auch wenn ich Star Trek noch nie gesehen habe. Aber auch nicht vorher. Intensiv geguckt habe ich es auch nicht. Was ich mich nur frage, ist, dieses Vieh fliegt ja gerade in Richtung der Kamera. So, jetzt.
So, ne, also es fliegt ja jetzt nach geradeaus, ist ja klar. Und da sind aber diese Steine, also die Steine werden ja irgendwie von den Vieh gebindelt oder eingesammelt. Weißt du? Wer weiß. Das fand ich komisch. So. Ich sehe auch schon, die Folge hat eine exzellente Länge. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. Auf Wiedersehen.